Okay, heute schauen wir uns unseren Shoulder Squat an. Das heißt, heben unseren Sandsack auf, legen ihn uns auf eine Schulter rauf. Der Shoulder Squat ist eine super Möglichkeit, wenn wir uns jetzt einseitig laden wollen. Das heißt, wenn der Sandsack jetzt auf der rechten Seite drauf liegt, müssen wir mehr unsere linke Bauchhälfte anspannen. Wollen wie bei den anderen Squat-Varianten auch probieren, das Gewicht gleich verteilt auf beiden Füßen zu lassen und schieben rauf und runter. Dabei ist darauf zu achten, dass die Hüfte nicht schräg wird, wenn wir runterschieben im Squat. Wir wollen probieren, es auszugleichen, dass das Gewicht einseitig geladen ist. Und lassen unseren Squat so ausschauen, als würden wir das Gewicht gleich verteilt